Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. 60 mal 22 mal 12 heißt heute das Thema. Viel Spaß! Leute erinnern sich vielleicht noch, wie ich da oben die Lautsprecherverkleidung gebaut habe. Da war ja noch was über. Das zum Beispiel und ein paar Reststücke. Ich habe mal sortiert. Also die sind 60 mal 21. Die sind zwar 60 mal 26, haben allerdings hier Schraubenlöcher, die möchte ich nicht unbedingt haben. Also gehen die schon mal an die Seite und hier bauen wir was draus. Die zwei schönsten suche ich mir jetzt erstmal raus für die waagerechte. Und aus den anderen Teilen baue ich mir irgendwie so eine senkrechte Wand. Jetzt war ich gerade noch mal gucken, also das ist zu hoch, es darf nur 52 hoch sein, aber 60 breit. Also müssen 8 cm ab. Aus bautechnischen Gründen schneide ich 8,8 ab. Womit ich jetzt die Teile über habe. Und man das Ganze so zusammenbauen kann. Das Brett hier werde ich in 4 Teile schneiden und die beiden großen hier so breit schneiden wie die Bretter. Womit dann jetzt ein solches Gebilde entstanden ist. Jetzt brauche ich noch was, was hier oben drauf kommen könnte. Weil da fehlt mir jetzt gerade mal die passende Idee. Weil der Bildschirm, der hier reinkommt, der ist 41 hoch. Was dann so hoch wäre. Schauen wir mal. Und jetzt muss ich es nur noch verschrauben und Gott sei Dank habe ich ja die alten Schrauben noch alle behalten. Also die da ursprünglich in diesem Phonoschrank drin waren. Und ich zeichne mir das jetzt alles an und dann wird es verschraubt. Und weil das nun einen ganzen Haufen Bohrungen sind und ich keine Lust habe, die alle anzuzeichnen, mache ich mir erstmal eine Bohrschablone. Thank you.
Da ich ja jetzt mal nicht genügend Schrauben habe, also was ich hatte, habe ich verplant, muss ich die hier unten, die und die entgegengesetzte Seite, ebenso wie auf der anderen Seite, dann verdübeln. Und da die Bretter ja 16 dick sind, müssen ja 8 mm Dübel rausgucken. Soweit müssen sie rein. Jetzt sind meine Dübel mal soweit hoffentlich trocken, dass ich sie beim Zusammenpassen nicht noch weiter reindrücke. Und jetzt schraube ich das Ganze mal zusammen. Und dann wird jetzt noch kurz Staub gewischt. Ich habe mich hier oben tatsächlich bei dem Brett vertan. Also ich habe tatsächlich die falsche Seite gebohrt. Aber hier oben kommt ja noch was drauf. Ich weiß noch nicht was. Weil ich muss erstmal gucken, wie das da oben passt und wie das aussieht. Und oben rein fällt mir wieder kostenloses Material. Nein, ich mache keine Rückwand dran. Ich mag das nämlich nicht, wenn da hinten irgendwas in der Ecke verdröselt ist und ich muss Kabel legen und... Ich mag es nicht. Vielleicht später mal so in Teilbereichen hier hinten irgendwie oder unten. Kommt drauf an, wie sich das Ding im praktischen Einsatztest macht. Davon hängt das ab, wo ich Platten hinten dran mache. Und das ist ja nicht die Aktion. Zurechtschneiden und festtackern. Zack, Ende. So, ich bring's mal da oben. Dann sehen wir uns oben wieder. Und damit ihr jetzt mal seht, wo das geendet ist, das Teil. Also da ist mein Keyboard. Da steht das Mauspad, das ich nach Hans-Joachim Blickles Idee gebaut habe. Und da steht jetzt der große Kasten. Was macht der denn da? Ach, der bastelt an dem Schrank, der fertig ist. Auch nicht schlecht. Ja. Und da steht so mal der Rest von meinem Equipment. Aber Sache war ja dieser Schrank. Die Küchenrolle gehört da natürlich nicht hin. Und jetzt wieder ab in die Werkstatt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt Spaß bereitet, Freude bereitet. Ihr habt gesehen, dass man mehr oder weniger mit nichts irgendwas machen kann. Das Einzige, was mich das jetzt gekostet hat, waren definitiv ein paar Tropfen Leim und ein wenig Elektrizität. Alles andere war da aus dem alten Schrank und naja, warum soll man es nicht nutzen, nicht wahr? So, das war jetzt vorerst mal der letzte Durchgang vom Corvus Laborat in alter Manier. Es folgt ein neues Projekt, wie ihr wisst. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht kommt noch ein Projekt dazwischen. Mal sehen. Ich muss mal sehen, wie ich das alles so auf die Reihe bekomme. So, bis dann. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit. Winke, winke, sagt euer Corvus Laborat. Bis dann und schöne Tage und tschüss.